Also ich habe schon das Programm gesehen, so ab 15 Uhr geht's los. Bis 20 Uhr ist halt so eine Beachparty. Und ab 20 Uhr fängt halt die Clubzeit an, ne? So richtig clubmäßig. 3 Tage lang, ich freue mich drauf. Vor allem kannst du so tagsüber schön chillen, auch am Pool. Wir haben einen Pool am Haus. Ach, ich muss mal den Typen schreiben vom Apartment, dass wir später ankommen. Weil ich habe denen gesagt, wir kommen so 21 Uhr an. Ist aber jetzt später. Jetzt kommt da gerade die Fähre. Die dockt jetzt gleich an. Und mit der fahren wir rüber. Aber die fährt erst 8:15. Wir haben jetzt 8:10. Wie viele Autos hat's? Wo kommen die alle her? Krass! Wie viele Autos es noch gekommen sind? Doch, das passt. Guck mal, die Fähre ist noch leer. Krass, die kommen jetzt alle, ne? Aber die ist doch gar nicht so groß, denke ich mir. Ja, aber so viele sind das nicht. Lass es 50 Autos sein. Fast. Noch ein Tag Fahrt. Oh, riecht das schön. Ich mag den Geruch einfach. Ja. Oh, Leute, leider sieht man das nicht so gut, aber wir haben richtig Vollmond. In Real sieht das richtig schön aus. So, wir haben uns jetzt schon ins Auto gesetzt. Wir sind jetzt da. Das Tor geht jetzt auch runter. Also das ging jetzt echt schnell mit der Fähre rüber. Wie lange haben wir gebraucht? 10, 15 Minuten höchstens. Ja, 10, 15 Minuten. Sind jetzt ja schon da. Ja, jetzt müssen wir einmal zu so einem anderen. Unser Hotel heißt ja Royal Apartments und wir müssen zu Royal irgendwas anderes. Ist auf jeden Fall da in der Nähe. Da müssen wir die Schlüssel abholen für unser Apartment und dann sind wir auch froh, wenn wir angekommen sind. Gesundheit. Nix. Ich guck gerade, ob das geht. Ihr Lieben, wir sind angekommen. Wir haben ein richtig großes Apartment. Die dachte irgendwie, wir kommen zu 6. Also wer noch kommen möchte, kommt. Wir haben noch 4 Betten übrig. Ja, ich zeige euch das Apartment morgen bei Tageslicht. Ist auf jeden Fall, also sieht echt gemütlich aus, ne? Wir haben voll viel Platz. Und ja, ich zeige euch das morgen. Wir packen jetzt unsere Sachen hier aus. Und wir sind gerade am Überlegen, wo wir schlafen. Weil, ich zeige euch mal. Überall sind Einzelbetten, weil die dachten halt, wir kommen zu 6, sind überall Einzelbetten. Aber wir schmeißen jetzt die Betten zusammen, entweder hier oder da. Da ist auch noch ein Zimmer, da sind auch noch Betten drin. Aber wie gesagt, zeige ich euch morgen. Gute Nacht! Kam schon die erste Katze an, ich habe die gerade gefüttert. Ich habe nichts mehr, mein Schatz, hier morgen. Süß. Kommt richtig hier rein. Aber ist noch ein bisschen scheu. Streicheln kann ich die nicht. Ja, Ärmel so scheu ich dich, ne? Der ist so laut. Du bist richtig hübsch, weißt du das? Ja, hübsch bist du. Morgen gibt's wieder was, okay? Morgen, ja? Okay? Mal direkt mitnehmen. So süß. Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, heute ist Freitag und ja, unsere erste Nacht hier. Wir haben ganz gut geschlafen. Also ich muss sagen, ich habe gut geschlafen. Wir haben jetzt 11 Uhr. Ich bin auch jetzt ausgeschlafen, aber fühle mich trotzdem noch so ein bisschen gerädert von der Fahrt gestern. Man wird ja auch nicht jünger. Ja, und ihr hört ihr fast nichts. Es ist sehr ruhig hier, echt schön. Ich mache euch jetzt mal eine kleine Roomtour, weil jetzt ist es hell und jetzt kann man alles gut sehen. Ich fange mal an mit unserem Balkon oder unserer Terrasse. Ja, wir haben hier eine schöne große Terrasse. Das ist unsere Aussicht. Kann man ein bisschen was hinsehen. Oder unten ist die Insel. Die Insel heißt übrigens Park und hat nur 3600 Einwohner. Echt süß. Ja, hier geht das einmal so rum. Hier haben wir einen Grill, wenn wir grillen wollen. Das sind zwei Häuser. Einmal das Haus, das hintere. Und dann gibt es noch einmal das vordere Haus. Royal Apartments. Das sind überall so kleine Apartments. Und da hinten gibt es noch einen Pool, einen Swimmingpool. Den zeige ich euch dann auch später, wenn wir hingehen. Hier kann man schön frühstücken draußen. Ja, und jetzt gehen wir mal rein. Hier ist der Wohnbereich, das Wohnzimmer. Wohnen und Essen. Hier ist ein Esstisch. Dann haben wir da zwei Betten. Ein Fernseher, einen großen Spiegel, das ist gut. Da ist die Eingangstür. Hier haben wir eine Küche. Ja, hier haben wir eine kleine Küchenzeile mit einem Kühlschrank, Herd und einen Wasserkocher. Und dann ist noch alles da, was man braucht. Töpfe, Pfannen. Ist hier alles drin. Besteck. Ja, was man alles so benötigt. Mülltüten. Hier sind Gläser, da sind Teller. Genau, so sieht es hier aus. Und wie gesagt, wir haben hier Platz für 6 Personen. Hier sind 2 Betten. Ermin hat seine Sachen da, ich habe meine Sachen da auf dem Bett. Und hier haben wir nochmal ein Zimmer mit 2 weiteren Betten und einem Schrank. Und dann gehen wir mal darüber. Da schlafen wir. Hier ist ein Schrank drin, ein Kleiderschrank. Und die Betten waren auch auseinander, die haben wir zusammengeschoben. Und die sind eigentlich sehr gemütlich. Also klar, gibt bessere, aber ich habe jetzt keine Rückenschmerzen. Die sind ganz gut. Ja, und dann noch unser Badezimmer. Das ist das hier. Mit einer Dusche. Ja, also das Apartment ist auf jeden Fall schön und ausreichend. Und es kostet jetzt von Donnerstag bis Montag, also Freitag, Samstag, Sonntag, 3 Nächte, 4 Tage, kostet 180 Euro. Also total akzeptabel, finde ich. Oh, das ist schön. Die Sonne strahlt. Ich freue mich schon auf den heutigen Tag. Ich spüre auf jeden Fall noch mal hier 2 Tassen und 2 Gläser. Weiß ich nicht, ich ekel mich dann immer, wenn die anderen das gespült haben. Lass die jetzt ein bisschen mit heißem Wasser und Spüli einwirken und dann spüle ich die nochmal. Den Wasserkocher habe ich jetzt einmal angemacht. Lass den auch einmal hier das Wasser aufkochen, dann schütte ich es weg und koche es dann nochmal richtig auf. Möchtest du einen Kaffee, Schatz? Guten Morgen. Gut geschlafen? Ja. Ja, ich habe hier diese Beutelchen mitgenommen. Da hatte ich ja den Kaffee von Links Perlo. Die waren ja günstig, 1 Euro noch was. Da habe ich so einen Mischmasch draus gemacht. Ich weiß jetzt nicht, welches genau ist, aber ich glaube, diese größeren sind für Latte Macchiato und die kleineren sind für Gesundheit. Für einen Cappuccino, aber mit verschiedenen Geschmäckern, Haselnuss und Amaretto und so weiter. Und ich glaube, das ist mit Vanille. Latte Macchiato Vanille, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, diese erste Ladung mache ich erstmal weg. Man hört ja auch so viel, dass viele ihre Unterwäsche
die Unterhose in so einem Wasserkocher auskochen. Hätte ich mal meinen Wasserkocher mitgenommen. Ich bin da echt so ein bisschen empfindlich, was sowas angeht. Ich ekel mich sehr schnell. Der ist auch richtig verkalkt. Hätte ich mal Essig mitgenommen. Naja, egal. Jetzt ist es so, wie es ist. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen an. Und dann trinken wir erstmal einen guten Morgenkaffee. Ja, diesmal habe ich auch nicht viel mitgenommen an Essenssachen, weil Ermin meinte, ja, wir können ja hier Lidl oder was es alles gibt kaufen. Übrigens, meine Schuhe für eine Woche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, okay, da sind auch Pantoffeln dabei. Und Wasserschuhe. Das sind meine Wasserschuhe. Ja, ich wusste nicht, was man halt zur Party tragen kann, ne? Ich habe heute gelesen, es ist ein Kiesstrand. Aber ich weiß nicht, ob man halt durch den Kies muss, wenn man zum Club geht. Oder ob es da einen Weg dafür gibt. Deswegen habe ich mal beides mitgenommen, flache und hohe Schuhe. So, wir fangen jetzt los. Wir haben hier einen schönen Pool. Und guck mal, die haben auch eine echt schöne Gartenanlage da unten. Die haben echt eine schöne Aussicht da oben. Auf jeden Fall ist da hinten das Meer und ja, wir erkunden jetzt so ein bisschen die Insel. Leute, 1,49 Euro der Sprit hier. Unglaublich. Wann haben wir zum letzten Mal solche Spritpreise in Deutschland gesehen? Das ist schon lange her. Irgendwie bei Corona, ne? Vor 2 Jahren oder so. Da war doch mal 1,20 Euro sowas. Da war es doch voll günstig mal. Weiß ich gar nicht mehr. So, wir fahren jetzt mal nach Novalia und da den Ort mal an. Was war denn das für ein Ort da hinten? Ich dachte, das wäre es direkt gewesen. Habe ich auch gedacht, keine Ahnung. Nach 400 Metern links abbiegen auf Castle. Naja, wir erkunden jetzt mal ein bisschen hier die Insel, gucken uns mal um, was es hier so gibt, damit wir auch für die nächsten Tage so ein bisschen wissen, was wir hier machen. Wir sind jetzt in Novalia. Wir haben jetzt hier geparkt. Und ja, gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Sieht auf jeden Fall sehr süß aus hier, echt schön. Ermin holt jetzt eben ein Parkticket. Einige haben ein Parkticket, einige nicht. Auf jeden Fall kostet es 80 Cent pro Stunde. Also ja, auf jeden Fall akzeptabel. Hier unter dieser Absperrung runter. Hier ist der Hafen, so wie ich es erkennen kann. Schön. Sieht auf jeden Fall echt schön aus hier. Ja, und jetzt gucken wir uns mal um. Da gibt es so kleine Kitschlädchen. Wir gucken uns mal die Stadt hier an, was es so alles gibt. Gucken mal so ein bisschen in den Shops, gehen vielleicht was essen. Klassischer Touri-Vormittag. Ne? Ja. Ja. Sieht auf jeden Fall schön aus. Echt schön hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Magneten von hier, ne? Müssen wir einen mitnehmen. Was kosten die hier? Hier ist auf jeden Fall alles ziemlich teuer, muss ich sagen. Ja, bestimmt. Kroatien. Auch das Essen und so. Hier kriegst du da Pommes und ein bisschen Fastfood, so 12, 13 Euro und sowas. Ernsthaft? Sonnenbrille 15. Boah, das ist aber echt teuer. Ja, hier gibt es so Kitschlädchen. Unglaublich. 15 Euro die Billig-Sonnenbrillen. Gibt's doch gar nicht. Die Kirche in Istanbul für 2 Euro. Ja, oder bei Schatz, willst du dir ein Cevapcici tätowieren lassen, so als Andenken an Kroatien? Ja. So, Ermin hat sich jetzt ein, was ist das, mit Kebab? Kalzone mit Kebabfleisch. 4,70 Euro hat das jetzt gekostet. Das haben wir hier geholt, in dem Laden. Moby Dick. War jetzt irgendwie am günstigsten von allen. Aber wir haben auch ein Restaurant da hinten entdeckt, das hat ganz gute Preise. So 12, 13 Euro. Aber hier auch, guck mal. Pizza 8,70 Euro. Calamari. Schnitzel 13 Euro. Ja, der da hinten war ein bisschen günstiger. Also hier laufen auf jeden Fall so sehr viele Jungstruppen rum. Man hat so ein bisschen das Gefühl, hier ist sowas wie der Ballermann. Ich meine, die sind auch alle zum Saufen hier. Merkt man auch krass an diesen
Imbiss-Restaurant-Preisen. Das ist auf jeden Fall alles eher ziemlich teuer und die Souvenirläden auch. So ganz billige Sonnenbrillen kosten hier schon 15 Euro und sowas. Ist auf jeden Fall krass, krass teuer hier alles. Aber echt schön. So, wir waren vorhin da hinten. Hier könnt ihr Novalia sehen. Und jetzt sind wir mit dem Auto einmal hier hingefahren. Und hier gibt es so eine Straße. Hier sind auch mehrere Hotels. Also ein paar Hotels hier direkt am Strand. Wir wollten mal gucken, wie der Strand hier ist. Jetzt läuft im Hintergrund die Musik. Ist natürlich doof. Da kriege ich Probleme mit der GEMA. Auf jeden Fall ist der Strand so steinig. Ich meine, ist ja klar für Kroatien, ne? Ja. Klar wie Klos früher. Gibt es noch andere Sprüche, wenn was klar ist? Alles Roger in Kambodscha? Keine Ahnung. Was gibt es denn da für Sprüche, wenn etwas so klar ist wie Kloßbrühe? Ja, seht ihr? Steinig. Wir haben Gott sei Dank unsere Wasserschuhe mit. Aber hier ist halt der Strand von Novalia. Jetzt fahren wir mal weiter und gucken uns mal andere Orte hier an. Die Insel ist ja eh nicht so groß. Hast du mal geguckt, wie groß die Insel ist? Also die ist bestimmt kleiner als Tassos, ne? Nee, größer. Größer? Ja. Ernsthaft? Ja, Tassos fährst du eine Stunde mit dem Quad einmal drumherum. Ja, so vier Stunden. Und die Insel hier ist so übelst lang gezogen. Ach so, okay. Aber ich glaube, hier sind weniger Orte als auf Tassos, ne? Das kann sein, aber... Bestimmt auch weniger Einwohner. Hier ist ja, wo wir zum Beispiel mit dem Schiff angekommen sind, die Seite. Hier ist eine Baustelle. Ist ja gefühlt voll viel Land schon gewesen, was einfach nur ein Stein war, unbewohnt. Also die Fläche, wo man hier drauf leben kann, ist einfach total begrenzt. Ja. Ja, also Tassos bestimmt mehr Einwohner, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass Tassos nur 3000 Einwohner hat. Tassos hat, ich vermute, 15.000 Einwohner. Was sagst du? Ja, könnte hinkommen. Google mal. Und, hast du gegoogelt? 2011 war der Stand 13.770, also war es eigentlich richtig, weil jetzt 2024 sind es auch bestimmt sogar mehr als 15.000. Guck mal, Fläche 385.000 Quadratkilometer, Fläche, Pack, Insel, kleiner. Ja. So, wir sind jetzt in Pack. Also hier ist eine Stadt, die so heißt. Da drüben ist die Insel, wo wir waren. Dann gab es hier so eine kleine Überfahrt mit dem Auto. Wir wollten uns jetzt mal die Stadt angucken. Aber ich muss euch sagen, Novalia Pak, also hier ist ja eh nicht so viel mit Menschen auf der Insel. Und wenn man dann in so eine Stadt hier fährt, ist zwar alles total schön, aber im Prinzip hast du einfach nur Wohnsiedlungen. Dann gibt es hier Plodine, die Supermärkte. Wir gehen jetzt einkaufen. Und bei Novalia kommt man halt am Strand spazieren und essen gehen. Mein Schatz, die haben sich verschrieben, das sollte eigentlich der Nachname heißen. Wisst ihr, wie Ermin mit Nachnamen heißt? Müsst ihr nur aus dem A ein I machen und dann habt ihr Ermins Nachnamen. Pivic. Und bald heißt er Pistola, wenn wir heiraten. Dann nimmt er nämlich meinen Namen an. So, ich habe jetzt ein bisschen Kopfsalat geholt. Das ist eigentlich preislich gut, 60 Cent. Ein paar Zucchini, 99 Cent pro Kilo. Aber die Tomaten sind sehr teuer. Die kosten 2,50 Euro pro Kilo. Deswegen habe ich jetzt zwei Kopfsalat, ein bisschen Zucchini mitgenommen. Aber Ermin meinte, dass Wassermelone günstig ist. Sollen wir eine mitnehmen? 1 Euro pro Kilo ist günstig. Nee, 79 Cent. Ach so, oder? So eine halbe, oder? Ja, lass mal eine halbe mitnehmen. Ja, sieht gut aus. Nehmen wir die mal wiegen. Ja. Hier die Tomaten kosten 1,19 Euro. Das geht ja noch. Gavrilovic Mariska Kobasic. Knoblauch, ne? War doch. Ne, gar nicht, Schwein. Ja, Schwein. Hatten wir ja schon mal. Das ist auch auf jeden Fall ein bisschen teurer als bei uns, aber vielleicht ist es eine teure Marke. Die sehen aber lecker aus. Die letzte Fremovka. Die sehen aber lecker aus, ne? So, ich zeige euch mal eben hier schnell unseren Einkauf. Zweimal Kopfsalat mitgenommen, hat irgendwie 59 Cent gekostet, war im Angebot. Zucchini
Haben wir jetzt für 3 große Stücke 1,72 Euro, auch sehr günstig. Dann die Wassermelone 3,30 Euro. Dann haben wir hier eine Milch mitgenommen, 0,9%. Die haben hier irgendwie komische Prozentangaben. 2,8 gab es noch und 3,5 und 1, ne? 1% gab es auch noch. 1,09 Euro. Die Würstchen hier 2 Euro waren im Angebot, nee, 2,93. Ermin hat sich hier so einen cremigen Vanillekuchen mitgenommen für 3,50 Euro. Zweimal Mozzarella je 99 Cent. Und Ermin 60 Cent, 60 Cent, 89. Hat sich, Energy mitgenommen. Ja, das war unser kleiner Einkauf. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen, weil von der Veranstaltung wurde gefragt, wie viel Uhr wir da sind, alle, also alle Influencer. Und die meisten haben 15 Uhr geschrieben. Wir haben gesagt, wir kommen jetzt 16.30 Uhr, weil wir noch ein bisschen rumfahren wollten. Wir haben jetzt 14.30 Uhr. Okay, das wird knapp. Jetzt noch nach Hause fahren, eine halbe Stunde von hier aus. Dann noch was essen schnell und dann muss ich mich auch noch fertig machen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, um ganz viele Gesichter kennenzulernen. Sehr viele von Are You The One sind da, Temptation Island, Make Love, Fake Love. Ja, so Reality-TV halt, ne? Wir sind ja hier im Park, also hier ist dieses Blondine gewesen. Und wir fahren jetzt nach Novalia wieder zurück. Und man muss hier über so einen Weg fahren, übers Meer. Das ist so auf der anderen Seite. Könnt ihr jetzt gleich sehen. Das ist immer noch die Insel, aber halt auf der anderen Inselseite. Und hier gibt es halt so eine Autostrecke übers Meer. Das war auf die andere Seite.